So, liebe Leute, ja, ich habe ein paar blühende Gräser schon mal hier, Wildgräser hier hingesetzt jetzt. Einmal da, einmal hier nochmal einen neben Busch, da nochmal einen. Ja, es kommen vielleicht auch nochmal andere paar grüne Gräser noch etwas höher dahin oder sowas. Aber ich sag mal so, erstmal reicht das. Es muss auch nicht alles zu sehr dicht gekleistert sein hier mit Wildblumen und was weiß ich. Das in der Natur auch nicht überall, ne? Also alles zugekleistert ist mit Blumen oder Wildgräsern. So, ja, wie gesagt, das habe ich jetzt hier ein bisschen erledigt. Da noch ein Wild Grasbüschel hier und da, und wie gesagt, da hinten noch in dem Bereich. Also ich finde, das sieht schon mal sehr gut aus so in dem Bereich. Aber da kommen vielleicht noch ein, zwei mehr dazu. Vielleicht hier noch irgendwo oder an der Kante. Ich muss mal sehen. Mal schauen. Ich lasse mir da noch was einfallen. So. Ja, ich habe jetzt erstmal eben. Hoffentlich ist es weg hier mit dem. Ja, eben hier Superkleber geklebt. Und was an dem Daumen hier unten rangekriegt. Ja, aber scheint wieder weg zu sein. Scheint ein guter Superkleber zu sein, der auch schnell wieder von den Fingern weggeht. So, ja, es gibt welche, die da. Naja. Ja. Gut, okay. Ich sag mal so. Ich werde jetzt das doch nicht verkleiden hier, was ich geplant habe. Ich wollte das ja zuerst verkleiden hier, die Brücke, aber ich lasse es doch so. Ich habe jetzt eine Leiste genommen, so eine weiße. Werde mir die hier unterkleben und da. Natürlich, darunter kommt dann dieser LED-Streifen hin. Und dann wird hier unten hier ein Loch gebohrt. Kabel gehen nach unten. Oder meinetwegen auch auf der Seite da hinten. Egal wo, auf welcher Seite. Hauptsache Kabel kommt runter hier. Unter der Erde. Wollte ich gerade sagen, unter der Platte. Und ja. Und dann wird denn da das angeschlossen. So ist es geplant. So. Ja, sieht ziemlich chaotisch aus. Ich habe das jetzt schon mal abgeschnitten. Das sieht sehr gut aus. Ich werde das auch nochmal schleifen. Aber so sieht das, gefällt mir das schon ganz gut. Und ja, Hauptsache das Loch und Stabilität ist auch hier wieder drin genug. Hier kann ich eigentlich arbeiten dran. Muss mir keine Sorgen mehr machen in dem Sinne. Die Schraube drehen nochmal hier wieder raus. Die hat überhaupt keine Haltung. Ja, die habe ich reingedreht und. So. Blödsinn hier. Wieder rausdrehen, der Quatsch. So. Jo. Wie gesagt, sind alte Türen, sagen wir so. Und wie ihr wisst, Türen sind hohl innen drin. Und, ja. In dem Fall, aber ich habe das meiste jetzt gut wieder stabilisiert hier. Es bewegt sich zwar immer noch, aber diese Nut hier, diese Fuge, die bleibt stabil und darf sich auch ruhig bewegen. So ist das ja nicht. Soll nur nicht immer, weil das früher alles mal mit Gips zugespachtelt wurde oder worden ist. Aber das war ich ja nicht, sondern ja, mein Großvater damals. Und ja, früher hatte man keine anderen Mittel oder man hat einfach gedacht, ach komm, fertig aus. Es wird zugesprochen und Haus ist hält. Ja, manchmal ist man so, ja. Ne? Gut. So, ich hoffe, ich kann das jetzt absaugen hier, den Kram. Ich hoffe, das ist trocken genug. Ja, er ist immer noch feucht. Noch feucht, lassen wir das noch. Das muss noch trocknen. Vielleicht auch morgen früh erst absaugen. In dem Bereich. Ja, ist eben so. Ne? Dauert eben alles ein bisschen länger. Geht nicht von heute auf morgen hier. Trockenphasen muss man ja auch einhalten. Wenn man jetzt anfängt abzusaugen, saugt man wieder den ganzen Sandweg hier weg. Gut, das ist. Ja, ich bin ein bisschen am Schwitzen hier. Obwohl es Gott sei Dank endlich mal kühler draußen geworden ist. Aber der Dachboden ist ja immer noch ein bisschen aufgeheizt, ne?
Das ist ja, aber es geht zum Glück. Also eigentlich kann ich hier wieder was machen. Also das war schon ganzen Sommer und die letzten Tage hier wieder sehr extrem. Aber ich hoffe mal, dass der Herbst jetzt langsam kommt und dass ja nicht mehr ganz so heiß wird. Hoffen wir das alles mal. Gut. Ja, ich habe jetzt hier wie gesagt, die Wildsträucher hier noch angeklebt. Mal gucken, wie ich das jetzt hier noch weitermache. Vielleicht kommt dann noch was Grünes bei ein paar Grasbüscheln noch mal rauf. Obwohl das ja hohes Gras ist. Ist ziemlich hoch. Ich sag mal so 6 mm oder sowas. Ungefähr ist es, glaube ich, hoch. Dieses Gras hier. Lass es etwas kleiner sein. Vielleicht 4 mm oder 5, wenn es das überhaupt gibt. Aber ich glaube, das ist 6 oder sowas. Naja, egal. Nur zu dem Thema. So, jo, ich finde, das sieht sehr gut aus. Mit dem Gras hier. Das kann sich schon mal sehen lassen. Ne? In der Mitte. Ja, ich wollte hier keine großen adligen Bäume einhaben oder so ein Kram. Schon gar nicht mal hier bei dem Stellweg. Was soll hier ein Baum? Die müssen ja gucken, ob die Züge hier vernünftig unterhalten und sowas und Stellweg muss dann ja die Weichen stellen hier. Ne? So ist es. Kann zwar vielleicht ein Baum. Ich bin am Belegen. Ja, ich bin am Belegen. Ja, Leute, das sieht ziemlich chaotisch hier bei mir aus. Aber so sieht es immer bei mir aus, wenn ich baue und bastel, sondern so. Oh mein Gott. Davon geht die Welt nicht unter, ne? Man kann ja wieder sauber machen. Doch einen Baum hier noch einpflanzen? Ne, würde ich nicht machen. Da in dem Bereich überhaupt nicht. Vielleicht hier noch? Aber ist auch doof, ne? Ein Baum hier noch hin? Obwohl. Könnte man doch noch mal überlegen, hier noch ein Bäumchen. Upsala. Oder ein blühendes Bäumchen. Was Nettes, was Blühendes. Ich habe hier den Weißen noch. Habe ich auch schon. Den musste ich ja da leider wecken. Da wo die Brücke ist. Den hier vielleicht hinsetzen. Ich meine, das sieht auch nicht schlecht aus. So einen blühenden Busch noch. Baum mal. Sorry. Man sollte auch dahin filmen, wo man arbeitet. Verfluchte Kiste. Und so. Ja. Ja. Man könnte das ja natürlich auch noch so ein blühendes Bäumchen hier hinsetzen. Würde nun auch nicht schlecht aussehen. Oder nicht? Oder wie? Oder was? Schlecht nicht, ne? Ups, hier ist es umgekehrt. Tja. Obwohl hier kein Sturm um ist, gibt es trotzdem um. Tja, ich werde das aber vielleicht doch mal ankleben hier. Warum nicht? Ein blühendes Bäumchen hier noch. Das hat doch irgendwie was. Jo, machen wir. So, aber ich klebe das erstmal an. Und dann kann ich das euch immer noch zeigen. Ja, das nochmal zu dem Thema. Ja, sieht wie gesagt ziemlich wild aus hier bei mir, aber ich glaube, bei jedem anders sieht das auch nicht anders aus. Also, wenn der am Bauen und Basteln ist an seiner Anlage, ja, oder Gestalten ist. Denke ich mal, sieht das genauso aus. Ja, wie gesagt, ich werde das Bäumchen dann noch ankleben. Und ich hoffe mal, dieser Superkleber ist gleich fest. Von der Leiste, dann werde ich das auch gleich wieder mit nach oben nehmen. Ich habe das unten geklebt, unten im Keller. Bevor ich das hier irgendwo oben liegen habe, weißt du. In dem Sinne, und dann nachher doch einfassen nochmal. Aber anscheinend geht der Superkleber ganz gut ab. Tja, Glück gehabt.
Manchmal muss man auch Glück haben. So, ja, ich werde das jetzt hier mal Bäumchen da nochmal hinsetzen, glaube ich. Oder nicht, oder nicht, oder nicht. Oder noch einen anderen Busch da hinsetzen. Oder ein Tannenbäumchen. Ah, oder so, oder einfach so lassen. So kann man ja eigentlich wunderbar filmen, wenn der Zug kommt. Glaube ich, lass das so, ey. Geil sieht das ja aus, so, ne? Wenn ich jetzt mal so die Kamera halte. Wenn ich da jetzt so ein Bäumchen hinsetze. Vielleicht sieht das denn nicht aus, aber. Andererseits stört das dann auch wieder das Bäumchen, ne? Wenn ich jetzt hier das Bäumchen. Warte mal. Weg damit. Wenn ich das Bäumchen jetzt hier hinsetze. Stört das Bild schon wieder so ein bisschen, ne? Obwohl, das geht eigentlich noch. Ja, eigentlich ganz praktisch mal so eine Kamera zu halten und dann mal so ein Bäumchen hinzustellen, ob das denn das Bild stört oder ob das denn noch gut aussieht. Aber es geht eigentlich. So kann man trotzdem immer noch filmen und das stört immer noch nicht das Bäumchen da. Ich glaube, ich mache das auch. Ich glaube, ich setze das einfach hin. Ja. Genau. Gut, liebe Leute. Bis dann, sage ich erstmal, bis zum nächsten Video. Und ja, vielen Dank für zahlreichen Abonnenten. Sind ja schon 180 Abonnenten. Ja, wie gesagt, ich kann mich immer nur bedanken dafür. Hätte ich wieso so nicht niemals erwartet, dass es überhaupt 100 werden. Und jetzt sind es schon 100, 180 Abonnenten, wo ich zuletzt geguckt habe. Alle Achtung. Jo. Ich verfolge ja auch meine Abonnenten, die ich abonniert habe, verfolge ich auch immer sehr gerne. Und schreibe auch gerne Kommentare zu euren Videos. Da freue ich mich auch immer. Mach ich auch zu gerne. Ja, aber momentan komme ich leider nicht dazu großartig, weil ich ja selber hier am Bauen und Basteln bin. Ja, und draußen im Garten und sowas. Das ist dann, und abends, wenn ich dann so kaputt, dann bin ich froh, dass ich dann, ja, mal meine Beine hochlegen kann. So ist das eben, ne? Jo, gut, okay. Aber ich werde auf jeden Fall noch eure Videos alle verfolgen und auch nachgucken oder auch nach ja, nachholen, sagen wir so, in dem Sinne. Also keine Sorge, da ich werde euch nicht da in dem Sinne enttäuschen, sagen wir so. Und Videos laufen ja nicht weg. Man kann sie ja nachgucken. Ne? So denke ich immer. Jo, ist eben so. Man hat eben nicht immer Zeit. Ne? So, gut, okay, das nochmal zu dem Thema mit den Videos. Ja, ich werde das Bäumchen da wirklich dahin pflanzen. Das finde ich gar nicht mehr so schlecht. So ein blau weiß blühenden Busch, Baum. Ich sage immer Busch, Baum. Jo. Oder habe ich noch einen roten irgendwo? Ne, aber weiß sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Jo, kann der dann auch noch seine Signale sehen? Jo, kann er, wenn der hier sitzt oder steht, auf seinem Stellweg. Ja, muss man ja auch alles beobachten, ne? Kannst ja nicht alles zu Mauern haben mit ja, Bäumen hier. So, gucken. Das ist doch schon mal ganz gut. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Geht schon wieder hier ja, fast 50 Minuten lang. Ja, ist eben so, ne? So, okay.
Ich wünsche euch was, ne? Bis dann.